Schönen Dank für die Einführung. In den nächsten ca. 90 Minuten muss ich uns noch wehtun. Ja, das mit den 90 Minuten ist gelogen, mit dem Wehtun nicht, denn ich werde Ihnen die Studie vorstellen, um die es jetzt lange Zeit ging. Sie sehen selbst hier Effekt gleich Null. Die Studie ist ein bisschen stigmatisiert worden, instrumentalisiert worden. Zur Genese kann ich Ihnen bloß sagen, dass da eine verantwortliche Redakteurin eines großen deutschen Magazins eben in Deutschland herumgerufen hat und versuchte, Gegner des frühen Fremdsprachenunterrichts zu bekommen und landete so auch bei mir. Ich habe das so ein bisschen nachvollzogen und meinte dann, haben Sie denn da gar nichts? Und ich sagte, ja, ich habe eine Studie zum Übergang aus Sicht der fünften Klassen. Und genau diese fünfte Klasse, diese Studie zur fünften Klasse möchte ich Ihnen vorstellen. Mein Ausgangspunkt ist völlig unverdächtig, wie auch ich unverdächtig bin, auch wenn ich aus Bayern komme, von der katholischen Universität und so weiter. Ich bin ein Verfechter des frühen Fremdsprachenlernens. Also für mich kann es gar nicht früh genug beginnen. Ich habe auch eine Familie bilingual aufwachsende Neffen und Nichten und sehe dann, was die alles schon können und leisten können und dass das alles ganz harmonisch geht. Eine Studie ist, glaube ich, noch nicht erwähnt worden, neben der Evening, die große Aufmerksamkeit ja auch verdient hat, ist die KESS-Studie aus Hamburg, die genau das Gleiche sagt und wir können uns auf weitere Befunde stützen, selbst unter den, entschuldigen Sie bitte auch vom Ministerium, selbst unter den unmöglichen Bedingungen, unter denen Englischunterricht an Grundschulen momentan stattfinden muss, ja, ist das, was dort gelernt wird, auf alle Fälle ein großer Erfolg. Und Englischunterrichten an der Grundschule ist eine Erfolgsstory. Das kann man sagen, selbst unter diesen Bedingungen. Ich kippe das etwas hier rüber. Herr Alde-Johann sagte es schon, dass gerade diese Schnittpunkte, auch der Übergang von der vierten in die fünfte Klasse, das erzeugt Missverständnisse, das erzeugt Fragen und auch Ängste. Und diese Schnittstellen gibt es an vielen Punkten in diesem Kontinuum, ganz unten begonnen, bis zum Erwachsenenlernen. Seven Bridges Road habe ich es mal genannt, in Anlehnung an die Eagles und mag das ganz gerne. Da kommt es zu vielen, vielen Punkten, die man untersuchen kann. Wir bemühen uns jetzt hier eigentlich nur um diese vierte, fünfte Klasse und meine Studie eben aus Sicht der Fünftklasslehrer. Und das wird uns allen wehtun, was ich Ihnen da zu zeigen habe. Ich kann Ihnen nicht die ganze Studie zeigen, Ausschnitte davon, und es ist keine Kollegenschelte. Es ist Bayern only. Ich sage Ihnen gleich noch ein bisschen was zum Design. Ich darf Ihnen aber schon sagen, dass sich dieser Eindruck, und diese Studie wird natürlich aufgrund dieser, kann man sagen, populär ist es schon geworden irgendwie, habe ich mich da ja fast schon gezwungen gesehen, das jetzt deutschlandweit zu machen, diese intensiven Befragungen, und das sieht in anderen Ländern nicht anders aus. Bayern beginnt in der dritten Klasse mit Grundschulenglisch, das sollte man noch wissen. Bisschen Werbung darf sein, aber keine Angst, müssen Sie nicht kaufen, schreiben Sie mir einfach und ich lasse Ihnen eine Studie schicken, wenn Sie sie denn lesen wollen. Ja, KU Eichstätt und dann geht das. Halt, gehen wir nochmal zurück vielleicht. Da brauche ich, glaube ich, keine technische Hilfe. Sehen Sie? Ich wollte noch eben was zum Design sagen. Ich habe 67 Fünftklasslehrer aus Realschulen und Gymnasien befragt. In Bayern haben wir sehr viel Zeit genommen. Immer 45 Minuten ist eine stark qualitative Geschichte. Denn wie auch Herr Westkamp schon sagte, also Forschung kann nicht bloß sein, ein paar Zahlen zusammenzubasteln und daraus dann irgendwelche Details ableiten zu wollen. Hier bei dieser Problematik sind noch viel tiefere, auch psychologische Dinge dabei, die nur in einem Gespräch wirklich rauskommen, sind 67 gewesen, stark qualitativ, und die Ergebnisse sind auch entsprechend so zu bewerten, ausschnittsweise. Die erste Frage dieser Studie war, ist der Beginn des Englischunterrichts in der dritten Klasse Grundschule sinnvoll oder überflüssig? Und die Fünftklasslehrer antworteten immer auf diese Ausgangsfrage zunächst mal, das hat sich ja nachher dann auch ausdifferenziert, weitgehend eben überflüssig. Die Forschung spräche dagegen, es würde eben, Deutsch sollte zunächst fokussiert werden, da gäbe es genügend Probleme, und stark grammatiklastig wäre ja der Englischunterricht und deswegen müsste man das auch in Klasse 5 beginnen. Möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Aber ich glaube, da besteht einfach auch ein Informationsdefizit, das wird auch nachher mein Fazit sein, dass wir einfach Informationen austauschen müssen und dass dieses Defizit beseitigen müssen.
Die zweite Frage war nach den Zielen, Inhalten und nach Lehrplänen. Wir haben dort, der Lehrplan ist konkretisiert worden mit einer Wortschatzliste und grammatikalischen Überlegungen, die sich dort auch wiederfinden. Und da können Sie selber sehen, wie wenig eigentlich da bekannt ist. Ja? Und wenn es bekannt war, dann wurde es auf alle Fälle noch nicht probiert. So viel dazu. Hier entsteht also, hier ist ein Informationsdefizit festzustellen. Greifen der Englischunterricht an Grundschulen und in den fünften Klassen ineinander, ist der nächste Befund. Hier über 80%, nein, tut es nicht. Es wird die Beliebigkeit des Englischunterrichts genannt an der Grundschule. Es wird auch die mangelnde Ausbildung der Grundschullehrer genannt bei diesen über 80%. Und dass kein Schriftbild verfügbar ist in der fünften Klasse in der Regel. Dann die Frage, ob es in Ihrem Lehrplan, also dem Fünfklass-Lehrplan, dann Anknüpfungspunkte an den Englischunterricht in der Grundschule gibt. Das muss ich Ihnen nicht vorlesen. Wenn was genannt worden ist, dann waren es eben die Fachprofile, die sich da wiederfinden in den Lehrplänen, die dann auch Bezug nehmen auf eine weitere Progression neben Wortschatz und Grammatik. Das sind die Lernstrategien, die sich da auch wiederfinden, zum Beispiel im Realschullehrplan in Bayern und nicht nur dort. Und dann zum Teil auch Themen und Inhalte. Richtige Lernziele allerdings sind dann nicht genannt worden. Wer muss sich an wem orientieren? Und da kommen wir dann schon ganz vertieft in die Problematik hinein. Und ich bin auch da unverdächtig, denn ich komme aus dieser Sekundarstufe 1 als ehemaliger Haupt- und Realschullehrer und kann das ein bisschen auch nachvollziehen. Natürlich nimmt die Grundschule diesen sehr, sehr attraktiven Englisch-Anfangsunterricht weg. Und wenn man in einem Gespräch darauf kommt, ja, wird das dann auch genannt, dass es das geht nur über eben einen qualitativen Ansatz. Die mangelnde Verbindlichkeit wurde auch genannt. Ein ganz besonderer Befund ist allerdings, dass sich hier so eine tendenzielle Bereitschaft zur Kooperation herausgebildet hat. Also das ist belegbar. Alle möchten gerne, wissen aber nicht wie. Und das scheint mir so ein Punkt zu sein. Welche Erwartungen haben Sie an die Kinder zu Beginn der fünften Klasse bezüglich der englischsprachigen Fertigkeiten und Kompetenzen? Und da sehen Sie, dass die Erwartungshaltungen nicht zusammenpassen. Und da haben wir eigentlich dieses große Problem, denn diesen Sekundarstufen 1 Englischunterricht gab es schon immer. Jetzt kam die Grundschule, die drangehängt worden ist, sozusagen, oder vorgeschaltet worden ist. Aber das passt, um so mal geografisch zu sprechen, plattentektonisch überhaupt nicht zusammen. Weder methodisch noch von den Zielen her, ja, von den Erwartungshaltungen her und auch sicherlich nicht von der Zeit, die dir zur Verfügung steht, um Ergebnisse wirklich zu liefern. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und Sie sehen, dass produktives Sprechen und Schreiben tatsächlich erwartet wird. Im Schreibbereich geht das nicht. Ein Informationsmangel ist keine Ignoranz im negativen Sinn, sondern einfach ein Nichtkennen dieser ganzen Dinge. Woher kommt das? Wir alle sind natürlich auch als Lehrkräfte bis an die Grenzen belastet. Wann soll denn dieser Austausch auch stattfinden? Das muss man weiterdenken und nicht einfach sagen, dann sollen Sie sich doch mal drum kümmern. Oder die anderen dann praktisch, dann gebt uns doch eure Informationen. Also so einfach ist die Sache nicht. Deswegen müssen wir uns da, glaube ich, alle auch ein bisschen wehtun. Wie ermitteln Sie den Lernstand zu Beginn der Klasse 5? Und da können Sie ganz unten schauen. Trotz der vielen Angebote klappt genau dieser Bereich noch überhaupt nicht. Und das halte ich also zumindest für den Bereich, den ich da untersuchen konnte. Und das müssen Sie selber wissen, ob das übertragbar ist oder nicht. Da bin ich eben auch noch dabei, das weiter zu erforschen. Aber hier wird wirklich die Frage gestellt nach dem Aufwand. Wann soll ich denn das machen? Ja, Diktat des Lehrbuchs. Wann soll das denn gemacht werden? Ist das institutionalisiert? Ist da Zeit dafür da? Nein, eher nicht. Und dann auch die Frage nach der Notwendigkeit. Wofür? Und dann kommt auch eben dieser Satz, ich beginne sowieso nochmal von vorne. Und in nicht wenigen Fällen. Ich provoziere auch ein bisschen, denn wir wollen ja auch drüber diskutieren.
Sind Unterschiede bezüglich englischsprachiger Fertigkeiten und Kompetenzen bei den Kindern zu Beginn der 5. Klasse festzustellen? Erhebliche natürlich wurden dann genannt in der logischen Folge. Und ja, das wurde dann eben auch instrumentalisiert. Da können wir vielleicht später noch drüber reden, denn das lässt sich auch nur ganz ausdifferenziert analysieren. Sind mögliche Unterschiede am Ende der 5. Klasse größer? Bleiben sie gleich oder schwächen sie sich ab? Woraus resultiert das Ihrer Meinung nach? Und das ist die Instrumentalisierung, die ich meinte im Spiegel jetzt, um ihn auch zu nennen, denn er ist ja rechtlich da auch nicht angreifbar, dann darf man ihn ja auch nennen. Das dann praktisch diesen Befund herzunehmen und zu sagen, der Englischunterricht an der Grundschule bringt nichts, ist natürlich gefährlich. Denn hier ist dann schon ein ganzes Jahr vergangen. Einige der Lehrkräfte haben auch gesagt, nach 8 Wochen etwa ist das sowieso bei mir etwa alles gleich. Und ich habe einen ganz gefährlichen Begriff jetzt nicht in Nürnberg und auch nicht von einer Bayerin gehört. Möchte ich auch nicht sagen jetzt ganz genau, woher das kommt, aber nicht aus dem Grundschulbereich. Wir betreiben ja sowieso eine Ausgleichsdidaktik. Und diese Ausgleichsdidaktik ist nicht chancenfördernd, sondern chancenschmälernd für alle. Das ist der Bereich, wo wir dann in die Differenzierung reinkommen, die nicht stattfindet. Das ist auch der zweite Fokus neben der 5. Klasse. Was wird denn gemacht mit den Grundschulerfolgen? Ist die Differenzierung, wird denn differenziert? Nein, es wird nicht differenziert. Sehen Sie sich an, ich muss Ihnen das nicht vorlesen, diese Gründe dafür, die Leistungsschere soll nicht weiter aufgehen. Die Gründe zeigen einfach, dass ganz bewusst von vorne angefangen wird, nicht wieder, also wieder besseren Wissens vielleicht manchmal auch, ja, das kann man sagen. Es ist nicht einfach nur, ich fange eben mal von vorne an, sondern ganz bewusst, ich schaffe das auch nicht, das ist auch ein Hilfeschrei. Wie soll ich denn individualisieren in einer Klasse, die über 30 Mann vorweist? Ist zu zeitaufwendig und Klassenstärken hatte ich jetzt gerade genannt. Dazu ist aber noch zu sagen, dass gerade diese Lehrkräfte auf intensive Nachfrage, und das war das Gute an der Forschung, eben dann auch zugaben, dass sie Partnerarbeit eben einsetzen, Gruppenarbeit, Peer-Teaching, Tutoring, all die Dinge, die eigentlich der Differenzierung zuzuordnen sind, und da muss ich noch mal näher nachfragen und nachhaken, das ist mir da gar nicht so aufgefallen. Ist es denn nun Unkenntnis der Differenzierung? Brauchen wir da Fortbildungen, um zu zeigen, wie das nun funktioniert mit der Differenzierung? Ein Erlebnis weist darauf hin, in der einem Gymnasium, das etwa 200 Meter weg ist von meiner Fakultät, wurde ich also auch ein bisschen beschimpft für diese Studie. Und dann wurde gesagt, Anruf, wurde gesagt, ja, dann zeigen Sie uns doch mal, wie das mit der Differenzierung geht. Kommen Sie rüber und dann unterrichten Sie mal. Und dann habe ich das auch gleich angeboten, gemacht und gleichzeitig zu einer Lehrerfortbildung eingeladen. Und dann nur so kann man dann auch wirklich überzeugen, als nur dazustehen und zu sagen, da fehlt was. Denn es ist wirklich die Frage, wie differenzieren wir, wie können wir das machen? Und da ist es ein strukturelles Problem, das zweite große, ja, große Klassenstärken. Erwachsene lassen sich das gar nicht gefallen. Kleiner Schlenker noch aus meiner Forschung mit dem Erwachsenenlernen. Betriebliches Englischlernen funktioniert so nicht. Das sind viel kleinere Gruppen, die Leute zulassen, Menschen zulassen, die im Erwachsenenalter sind, die das professionell benötigen, Englisch, Französisch, Spanisch. Da sind das Gruppenstärken bis maximal 15 Leute. Ja. Abschließend, in welcher Weise kooperieren Sie mit den Lehrkräften der Grundschule? Ganz wenig permanent, in keiner Weise über die Hälfte, auch hier wieder nicht, weil sie es nicht wollen. Es gibt in Bayern zum Beispiel das Kleeblatt-System, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, treffen sich und dann nach dem Multiplikatorensystem Erkenntnisse weitergeben. Zeitliches Engagement, Überlastung, das ist sicherlich hier die Erklärung. Wann soll denn das gemacht werden? Es ist nicht institutionalisiert, es muss zusätzlich geleistet werden. Schauen Sie sich an, wo das gemacht wird. Auf die Nachfrage bei denen, die das tun, kommt eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten. Aber die meisten sind zusätzlich. Wann wollen Sie denn gegenseitig hospitieren zum Beispiel? Wie Herr Westkamp kann das auch als Schulleiter dann ja sicherlich sagen. Wie soll das organisiert werden?
Mein Schlussplädoyer ist eigentlich das Folgende. Ich werde jetzt nicht nach links zur Grundschule gehen, sondern oben anfangen, Ihnen auch nicht das vorlesen, sondern zwei Dinge scheinen mir ganz bedeutsam zu sein. Zunächst mal muss die Kultusministerkonferenz endlich Bildungsstandards für Klasse 4 bundesweit einheitlich vorhalten. Sonst haben wir nichts Vergleichbares. Wir haben 16 unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlichen Systemen und so weiter. Das Zweite ist, es muss eine institutionalisierte Lehrerfortbildung her, nicht Pünktchen, sondern permanent, kontinuierlich, und zwar nicht nur im methodischen Bereich, sondern sprachpraktische Förderung. Unbedingt. Ja, Sie wissen das selber, viele von Ihnen waren sicherlich sehr lange im Ausland. Und was ist nachher? Prepositions go first. Ja, die Sprache verkürzt sich wieder und so weiter. Ja, der Kontakt muss aufrechterhalten werden. Das geht nur über Institutionalisierung. Das lässt sich mit unseren Classroom Phrases nur auf einer Sparflamme halten und so weiter. Das ist ja kein authentischer Kontakt letztlich. Und die Lehrkräfte in den fünften Klassen, da möchte ich einfach nur sagen, diesen Punkt differenzieren und individualisieren, den würde ich zunächst mal herausheben. Für vieles andere ist man strukturell vielleicht auch nicht verantwortlich, aber es ist einfach unfair, ja? 30 Schüler zur gleichen Zeit auf die gleiche Art und Weise im gleichen Raum das Gleiche zu lehren, sozusagen. Das ist einfach unfair. Das ist nicht, unsere Kinder sind so individuell, dick, dünn, klein, groß und so weiter, und die sprechen nicht immer auf die gleiche Art und Weise auf unsere Methoden an. Da haben wir sehr viel nachzujustieren, und auch die paar Dinge, die ich hier aufgeschrieben habe, sind meine Ankerpunkte und sind vielleicht jetzt auch Auftakt der Diskussion, und ich hoffe, ich bin auch in der Zeit geblieben. Dankeschön.